Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, ich bin's wieder, Nils Gajowi. Heute habe ich einige Gedanken mit Ihnen zu teilen zum Thema Margin und Margin-Konto. Ich wurde nämlich gefragt, macht es eigentlich Sinn, sich beim Dividendeninvestieren mit einem Margin-Konto auszustatten? Nun, die Frage können Sie sich nur selbst beantworten. Selbstverständlich ist es so, wenn Sie ein Margin-Konto haben, hinterlegen Sie auf Ihrem Konto eine bestimmte Geldsumme und wenn Sie dann für 100.000 Dollar Aktien gekauft haben, dann werden Ihnen eben nicht die gesamten 100.000 Dollar in Rechnung gestellt, sondern Sie hinterlegen nur einen Bruchteil dieses Geldes für Ihre Position und können mit dem Rest des Geldes noch weitere Aktien kaufen. Und da schreibt mir einer, Fragesteller, ja, ich könnte ja jetzt auch die doppelte Menge an Aktien kaufen und ich würde dann doppelt so viele Dividenden kassieren und wenn die Kurse steigen, auch doppelt so viele Kursgewinne machen. Andersherum, und das bemerkt er völlig richtig, ist es auch so, wenn die Kurse fallen, dann habe ich auch den doppelten Schaden davon. Außerdem muss man, wenn man auf Margin spekuliert, sicherlich auch Zinsen darauf zahlen und diese Zinsen können ganz erheblich sein. Deswegen, ich persönlich nutze ein Margin-Konto und zwar aus dem Grunde schon, weil ich auch Optionen verkaufe. Und wenn Sie Optionen verkaufen, dann ist das immer ein Margin-Geschäft. Das können Sie also mit einem einfachen Cash-Konto in der Regel nicht machen. Zum Zweiten, wenn Sie als Privatier investieren wollen, müssen Sie nicht zwingend ein Margin-Konto unterhalten. Gerade diejenigen, die mit ihrer Investitionstätigkeit gerade beginnen, also beispielsweise Studenten oder auch der Familienvater, die Familienmutter, die vielleicht nur 100 Euro im Monat übrig hat, diese aber an den Kapitalmärkten regelmäßig unterbringen will, Diese Gruppe wird eben häufig mit einigen tausend Euro nur starten können und dafür gibt es ganz einfach keine Margin-Konten. Der kleinste Broker oder die kleinste Kontogröße, die ich kenne in Deutschland, wo man also bei einem seriösen Broker ein Konto eröffnen kann, mit dem man amerikanische Aktien handeln kann, da liegt die Kontogröße zur Eröffnung bei 2000 Euro. Nun, auch damit kann und selbst wenn man das übrig hat, damit sollte man starten, wenn man eben nicht mehr hat. Es ist keine Vorschrift, dass man erstmal 10, 20 oder 50.000 Euro sparen muss. Auch 2.000 Euro günstig angelegt bringen die gleichen 6, 8 oder 10% an Dividende wie ein 100.000 Euro Konto. Und einer der größten Vorteile ist ja, dass man seine Investitionstätigkeit über Jahre und Jahrzehnte ausübt und damit dann richtig Geld verdient durch den Zinseszins. Margin kann sein, wenn man also kurzfristig beispielsweise viele Kaufgelegenheiten wahrnehmen möchte, aber die Kaufsumme eben das eigene Kontoguthaben übersteigt. Häufig ist es ja so, wenn Märkte einbrechen und sich für den Dividendeninvestor dann Chancen eröffnen, um günstig in beliebte Titel einsteigen zu können, dann sieht man mehr Chancen auf dem Markt, als man Geld zur Verfügung hat. Und hier kann man, wenn man es sinnvoll macht, nach einem vorher definierten Plan, wirklich in begrenztem Maße den Hebel, also die Margin, nutzen. Generell würde ich davon abraten, denn Margin ist immer ein Kredit und ein Kredit ist immer eine finanzielle Abhängigkeit. Und ich habe es selbst erlebt in meinem Konto, wenn Sie auf Margin unterwegs sind, dann steigt die Belastung des Kredites manchmal sehr schnell an. Als ich vor einem Jahr auf Margin Aktien gekauft habe, habe ich darauf 1,6% Zinsen gezahlt. Inzwischen zahlen Sie bei Interactive Brokers auf Dollar Positionen einen Margin-Kredit von 1,9% bzw. 1,91, 1,92. Das ändert sich ja auch von Tag zu Tag. Das ist jetzt noch nicht weltbewegend, aber von 1,6 auf 1,92, das ist immerhin schon eine Steigerung um 32 Basispunkte, beziehungsweise, wenn Sie es umrechnen, um ungefähr 20%. Das heißt, Ihre Zinsbelastung ist hier heute 20% höher, als sie es vor einem Jahr gewesen wäre. Und nun stellen Sie sich vor, die Fed hat die Zinsen noch gar nicht erhöht.
Wenn die also demnächst ihre Zinsen um ein Viertel oder um ein halbes Prozent erhöhen, dann wird natürlich auch der Margin-Kredit teurer und er wird schneller wachsen als das, was sie an Dividendenwachstum erzielen können. Das führt dann dazu, dass man vielleicht nicht mehr so gut schläft. Und deswegen empfehle ich, bauen Sie Ihr Depot lieber langsam auf, verzichten Sie bis auf vielleicht kurzfristige Phasen, wo man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel einkaufen möchte, weil der Markt es gerade gibt. Dann verzichten Sie eben auf die Margin und schlafen Sie lieber ruhig. Achten Sie darauf, dass Sie nicht überhebelt im Markt unterwegs sind. Das ist mein Tipp an den Investor, der die Börse eben nicht als Vollzeitjob betrachtet, so wie ich es tue. In diesem Sinne, ich freue mich auf weitere Fragen. Ihr Nils Gajowi.